Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2. So, und wir haben ja in der letzten Folge unsere Tour nicht zu Ende bekommen. Und auch 6% Schaden bekommen. Auch nicht schlecht. Direkt in der ersten Tour mit dem neuen LKW. Aber gut. Ich glaube aber, die Ladung hat nichts abbekommen, oder? Ja. So, wir haben gerade geschlafen. So. Licht an. So, es sind noch 286 Kilometer bis zum Zielort in Norsken, Aalborg. Leute, ich weiß gerade nicht, was die Firma davon ist und was der Ort ist. Aber ich glaube, rechts ist die ist der Ort und links die Firma. Aber ich habe gerade keine Ahnung. Ja, die nächste Pause in 10 Stunden 52. Also können wir durchfahren. Nichts los. Ups. Ups, jetzt bin ich zu schnell. Toll. Warum machen die es jetzt auf 70? Wollte gerade schön auf 80 beschleunigen. Jetzt kriegt der Autopilot das nicht hin hier, der Tempomat. So, jetzt ist also wieder 80. Ich habe auch mal überlegt, ob ich zusammen mit dem EZ online ETS 2 spiele. Aber das weiß ich noch nicht. Ob ich online aufnehme. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das gut finden würdet. So, ist 50. Ja klar. Oh. Jetzt haben wir keinen Zeitdruck mehr. Jetzt können wir wieder nach Regeln fahren, also nach Geschwindigkeitsbegrenzung. So, und der hässliche MAN will uns also überholen. Der fährt aber keine 80, würde ich sagen. Nee, nee, nee. Geht er gar nicht, ja. So, wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 42,3 Liter. So wie ich das sehe, fahren wir jetzt gleich also mit dem Boot, beziehungsweise mit dem Schiff. Ich hätte gerne ein Lenkrad, dann könnte man hier wunderschön runterfahren. Aber das habe ich leider nicht.
So, ich glaube aber, dass wenn wir jetzt mit dem Schiff fahren, dann sind wir schon fast am Ziel. Glaube ich. Ups. Ich war schon wieder zu schnell hier. Upsala. So, Kollege, ich müsste hier mal rüber. Hier rechts oder? Ne, ich glaube, ja, ne, ist rechts. So, hier ist 30. So, jetzt müssen wir hier mit dem Schiff fahren. Kurz vorher mal gucken, wo wir denn hinfahren müssen. So. Also wir müssen dann hier rum. Dann haben wir nur noch ein kleines Stückchen hier, bis wir bei Ika sind in Aalborg. Also war doch Aalborg die der Ort. Und Norsken hier ist also die Firma, wo wir hin müssen. Direkt neben Ika. So. Also noch 200 Kilometer, ich denke mal. Über die Hälfte fahren wir jetzt noch mit dem Schiff. So, kostet uns 677 Euro. Und wir haben immer noch Nacht, 2:58 Uhr. So. Jetzt müssen wir noch 105 Kilometer fahren, okay. Also noch nicht mal die ganz, noch nicht mal ganz die Hälfte. Okay. Ich habe gedacht, wir fahren mehr im Schiff. Gut. Aber sind wir halt nur die Hälfte. Das war auch schon viel. Er steht, verbraucht er also 2 Liter die Stunde. Das ist relativ viel. Bei manchen LKWs, ups, jetzt habe ich den Motor ausgemacht. Bei manchen LKWs, die meisten haben eigentlich 1,6 Liter, wenn sie stehen, verbrauchen sie. Oder noch weniger. Der ist schon mit 2 Litern eigentlich sehr ein starker Verbraucher. So, und in dem Moment ist auch unsere neue Folge von Rocket League, unser neues Projekt, hochgeladen. Habe ich gerade eine Nachricht bekommen, dass das Video jetzt hochgestellt ist, indem wir einen Deutschen oder mehrere Deutsche, ich weiß nicht, wir haben eigentlich nur mit einem geredet, indem wir einen Deutschen
getroffen haben oder so. Kommt ja nicht so oft vor, dass man in Rocket League Leute trifft, die Deutsche sind. Die meisten sind irgendwelche Japaner oder so, die dann in dein Headset irgendwie schreien. Hamalala. Oh ja. So, jetzt müssen wir hier auf die Autobahn fahren. Sind noch 65 Kilometer. Tempomat, der bremst wieder nicht. Bremstempomat, brems. Los. Ja, so ist gut. Ich kann mal die Motorbremse reinhauen. Ups. Jetzt merkt man wieder die 22 Tonnen, weil wenn es ein bisschen nach oben, bisschen nach oben geht, schafft es der LKW nicht mehr wirklich an die 80 dran zu kommen. Das Problem ist auch, wenn es runter geht, kriegt er die umso schlechter abgebremst wieder. Wenn wir 85 oder so fahren, kriegt das umso schlechter abgebremst wieder auf 80. So, da vorne müssen wir jetzt rechts von der Autobahn abfahren. So, und da vorne ist schon unser Zielort. Aalborg. Ja, das ist sehr schlau. Stell dich einfach genau vor mich hin. Und lass mich dann durch, alles klar. Entweder durchfahren oder anhalten vorher. Junge. So, jetzt hier noch links und dann sind wir schon da. Erster Aufenthalt in Aalborg. Okay. Ich war generell in Dänemark noch nicht so oft mit in ETS so.
So. Natürlich einparken machen wir. Nein, wir machen nicht automatisch einparken. Müssen ja ein bisschen Skills beweisen, die ich vermutlich nicht habe. Meine Güte. Ich werde doch wohl hinkriegen, diesen scheiß Trailer hier reinzustellen. Es sind ja noch nicht mal andere Trailer, die mich irgendwie stören könnten. Meine Güte. Aha. Auch wenn er jetzt nicht so perfekt drin steht. So. Ah, wunderbar. Na, ah, hat sich doch gelohnt. 45 mehr EP. So. Und wir können wieder skillen. Ich habe jetzt in der Zeit, wo ich einfach so gespielt habe, habe ich noch weiter auf Fernfahrten geskillt. Aber jetzt machen wir mal was anderes. Machen wir mal ADR. Blinker aus. So, was gibt's denn für Aufträge hier in Aalborg? Milch. Milch nach Groningen. Zur Niederlande. Zur Firma Sellplan. Machen wir doch. 15 Tonnen. Sollte kein Problem sein. Was das wieder für ein Unterschied ist, ohne Trailer zu fahren. So, schnell den Trailer holen. Scheiß auf die Geschwindigkeit. Juckt doch eh keinen. Ups. Ja, scheiße. Okay, so war das jetzt nicht geplant. So, da sind wir doch. Mal noch durchgeschüttelt hier. So. Na, wo ist er denn? Okay, fahr ich einfach mal rückwärts dran am besten. Quatsch. Falsch gelenkt. So.
dachte. Schon wieder falsch. Boah, ich hab's aber heute irgendwie. So, einmal anhängen. So, und damit beende ich dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.